Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Heute gibt es weitere Informationen über Apple und der geplanten Massenüberwachung von iPhones und iPads. Beziehe mich auf heise.de. Wie ihr wisst, ist ja die Entscheidung von Apple, künftig iPhones und iPads auf CSAM-Material zu scannen. Child Sexual Abuse Material heißt das im Übrigen. Diese Entscheidung ist auf viel Kritik gestoßen. Zitat: Viele Sicherheitsforscher, Datenschützer, Bürgerrechtler haben inzwischen von der anhaltslosen Überwachung des Nutzers durch das eigene iPhone gewarnt. Das System ermögliche neue Formen der Zensur in staatlicher Überwachung. Anhaltslose Überwachung bedeutet übrigens in dem Falle, dass ja auch die Geräte derjenigen gescannt werden, bei denen es keinen Verdachtsmoment gibt. Das heißt, auch all diejenigen, und das betrifft in dem Falle Millionen und Abermillionen von iPhone- und iPad-Usern, auch die werden alle gescannt und ständig überwacht. Von Apple durch automatisierte Systeme. Es gab noch ein bisschen Unklarheit in den Kommentaren. Die Fotos werden auf dem Gerät gescannt, bevor diese in die iCloud geladen werden. Da hat sich jetzt Edward Snowden nochmal dazu gemeldet und der findet, Apple erklärt Privatsphäre den Krieg. iTop News übersetzt, ein Desaster mit Ansage. Mit Apples geplanter Erkennung illegaler Inhalte auf dem Gerät verraten iPhones ihren Besitzer, betont der Whistleblower. Das schafft einen Präzedenzfall. Okay, dass diese Entscheidung umstritten ist, dass Edward Snowden diese Entscheidung scharf kritisiert, das ist ja bereits bekannt. Aber es gibt auch noch ganz, ganz, ganz interessante Informationen, die ich heute mit euch teilen möchte. Und zwar, der Konzern prüft über iCloud laufende E-Mails bereits serverseitig auf CSAM. iCloud-Fotos bislang nach eigener Angabe aber nicht. Serverseitig bedeutet, dass nachdem zum Beispiel Fotos hochgeladen würden in die iCloud, dass dann dieses Material auf dem Server, der ja Apple gehört, dass das Material dort geprüft wird und nicht auf den Geräten der User. Das wäre noch ein bisschen was anderes, es wäre immer noch ein Eingriff in die Privatsphäre, aber es wäre halt nicht ein direkter Angriff auf euer Telefon. Weil man darf ja nicht vergessen, dass die Art und Weise, wie diese Überprüfung funktioniert, wie Apple diese Überprüfung grundsätzlich auf jedem Endgerät durchführt, dass diese Funktionsweise einem Virus gleicht. Das Gerät wird durch eine Software durchsucht, Informationen werden gesammelt und werden dann versendet. Und zwar ohne, dass der Nutzer davon etwas mitbekommt. Ohne, dass der Nutzer einen Einfluss darauf hat. Ohne, dass der Nutzer informiert wird. Ohne, dass der Nutzer das abschalten könnte. Gut, theoretisch, wenn das Internet weg ist, dann kann das Telefon natürlich gar nichts versenden. Davon mal ganz abgesehen. Aber wenn das Internet weg ist, sind die Hauptfunktionen eures Telefons gleich mit aktiviert. Das ist, denke ich mal, keine Alternative. Natürlich, ihr wisst, es gibt eine Alternative. Kauft euch kein iPhone. Es gibt eh kaum noch Gründe dafür, überhaupt sich ein iPhone zu kaufen. Und für mich schlägt eigentlich Apple selbst damit die letzten Nägel in den Sarg. Eins muss man Apple lassen, die haben ein unfassbar cleveres Marketing. Von der künstlichen Verknappung über das Zurückhalten von Informationen über die Geräte bis hin zum Umweltschutz kann man wirklich nur sagen, Apples Marketingabteilung macht sich mehrfach bezahlt. Vor allem, wenn man den Absatz der Geräte beachtet. Deshalb ist es wohl eher theoretisch, wenn ich sage, dass Apple damit das iPhone beerdigt. Es ist wahrscheinlicher, dass die Presse, also der Mainstream natürlich, und YouTube-Kanäle, TikTok-Kanäle, allgemein Social Media insgesamt das Ganze einfach unter den Teppich kehren werden und weiterhin die Vorteile von Apples Geräten so krass anpreisen, dass auch das iPhone 13 sich wie geschnitten Brot verkaufen wird und die User mit dieser Überwachung einfach leben. Es ist auch echt krass irgendwie für jemanden wie Edward Snowden, ja, der ja im Prinzip sein ganzes Leben aufgegeben hat in den USA, um uns Informationen zu liefern, wie das ganze Überwachungssystem eigentlich funktioniert und sich, obwohl er so viel schon geopfert hat und es so wenig gebracht hat, sich immer noch dafür einsetzt. Es ist halt traurig, weil es wird wahrscheinlich auch wieder nichts bringen, dass ich darüber berichte. Hat natürlich schon mal überhaupt gar keine Auswirkungen. Aber er genießt natürlich schon eine ganz andere Aufmerksamkeit. Aber ich denke, das iPhone 13, das wird sich genauso gut verkaufen wie das iPhone 12, wenn nicht sogar noch besser. Obwohl jetzt schon bekannt ist, dass das Gerät wahrscheinlich kaum Änderungen mit sich bringen wird. Eigentlich ist so eine Überwachung total krass. Xiaomi würde so krass abgestraft werden. Xiaomi würde hier in Deutschland zumindest keiner mehr kaufen. In China vielleicht schon, ja, Überwachung. Das würde ja niemanden mehr groß interessieren. Aber hier in Europa wäre Xiaomi tot, wenn die sowas machen würden. Hier in Europa wäre Huawei tot, wenn die sowas machen würden. Hier in Europa wären solche kleineren Marken, wie zum Beispiel, das habe ich jetzt gerade, Keyboard, also die hätten gar keine
Überlebenschancen, wenn die jetzt plötzlich anfangen würden, die Geräte zu scannen auf irgendwas. Die Gründe würde sich hier schon niemand mehr anschauen. Da würde in den Überschriften nur noch stehen, Qubert plant Massenüberwachung, und in den Artikeln würde man kaum irgendwelche Details finden. Es wird einfach nur wiederholt werden, dass hier eine chinesische Firma überwachen will. Chinesische Firma will überwachen, chinesische Firma will überwachen, und schon wäre so eine Marke hier vom Tisch. Apple kann sich sowas leisten, und ich gehe auch davon aus, dass Apple diese extrem aggressive Massenüberwachung auch nur deshalb einführt, weil die ganz genau wissen, dass die Leute das in ein paar Monaten vergessen haben und dass die Verkaufszahlen davon nicht beeinträchtigt werden. Ansonsten würden die es wahrscheinlich nicht einführen. Man kann nach wie vor nur Vermutungen anstellen, warum Apple diesen Schritt geht. Meine Vermutung wäre, ist, dass es einen gewissen Druck von der US-Regierung gibt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist ein großes Problem, das kann nicht ohne weiteres geknackt werden. Und wenn Apple jetzt effektiv die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei allen iPhones und iPads halt aushebelt, ist es für die US-Regierung wesentlich einfacher, einzeln oder in Gruppen zu überwachen. Seit 2015 wissen wir ja, dass die USA ein sehr, sehr großes Interesse daran haben zu wissen, was zum Beispiel in Europa abgeht. Man möchte ja schon gerne wissen, worüber sich deutsche Politiker so unterhalten am Telefon. Ist auch blöd, wenn man das halt nicht weiß. Ne? Wie soll man denn da Entscheidungen treffen? Ja, wie soll Geopolitik denn funktionieren, wenn man nicht weiß, was er gegenüber denkt? iPhones gehören zu den am meisten verbreitetsten Telefonen auf der ganzen Welt. Das heißt, wir haben hier ein Spionagepotenzial, welches nur ein einziges Update entfernt ist. Da fangen die doch an zu sabbern, die Geheimdienste. Das hat ja Pegasus, jetzt die Spionagesoftware aus Israel, der hat das ja auch nochmal bewiesen. Man kann ein Telefon einfach mal in das perfekte Überwachungssystem verwandeln. Du weißt, wo jemand ist, was er gerade sagt, mit wem er kommuniziert, was er denkt, was er liest, was er mag, was er konsumiert, was er einkauft. Man kann alles über Menschen rausfinden. Und meine ganz persönliche Meinung, ich denke, dass man dieses Potenzial einfach nicht brach liegen lassen möchte und dass man jetzt eben mit dem vorgeschobenen Grund des Kinderschutzes den Grundstein der Massenüberwachung legt. Der Grundstein wird gelegt. Ob es jetzt tatsächlich darum geht, Kinder zu schützen oder nicht, das sei ja mal dahingestellt. Das ist in jedem Fall ein löbliches Ziel. Klar, wer will keine Kinder schützen? Wer ist ein Riesenarschloch? Könnt ihr euch mal melden? Wer ist ein Riesenarschloch? Wer will das nicht? Natürlich keiner. Aber am Ende wird dennoch der Grundstein für eine Massenüberwachung, der Grundstein für den Missbrauch dieser Massenüberwachung, der wird ja trotzdem gelegt. Aufgrund der Art und Weise, wie das umgesetzt wird. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, wie das umgesetzt werden kann. Nämlich, so wie es bereits mit den E-Mails halt geschieht, dass die serverseitig gescannt werden. Auf entsprechendes Material, das gleiche. CASM. Und das könnte man mit den Fotos auch machen. Das heißt, man könnte die serverseitig könnte man die prüfen. Und dann könnte man jetzt sagen, Moschus, das ist doch alles verschlüsselt. Wie soll ein Apple da rankommen? Apple hat den Key. Also die haben den Schlüssel. Das heißt, die könnten, die haben die Voraussetzungen dafür, alle hochgeladenen Bilder auf dem Apple-eigenen Server zu scannen. Also kurz gesagt, praktisch genau das gleiche zu machen, was sie jetzt auch machen. Machen sie aber nicht. Stattdessen wollen die jetzt jedes Telefon und jedes iPad scannen. Apple argumentiert bislang, die geplante lokale Prüfung durch iPhones sei datenschutzfreundlicher und lasse sich leichter durch Sicherheitsforscher überprüfen als ein rein serverseitiges Scannen auf CSAM. Die geplante lokale, also lokal heißt vor Ort, das Telefon direkt zu durchsuchen. Ja, in Deutschland nennt man sowas eine Online-Durchsuchung. Also ihr wisst schon, die durch den Richter angeordnet werden muss, ne? Ungefähr so die Rechtslage nochmal rekapituliert. Wunderbar. Das ist datenschutzfreundlicher und lässt sich durch Sicherheitsforscher besser über... auf iTop News kann man dann lesen. Auch schön. Grenze zwischen privat und nicht privat verwische. Snowden meint, mit dem Algorithmus entfernen sie die Grenze, die trennt, welche Geräte für sie, den User, arbeiten und welche Geräte für sie, Apple, arbeiten. Das Ganze ist für ihn ein Präzedenzfall in Sachen Datenschutz. Er schreibt weiter. Es gibt keine grundsätzliche technologische Grenze, wie weit der Präzedenzfall, den Apple hier etabliert, vorangetrieben werden kann. Was bedeutet, dass die einzige Einschränkung die allzu flexible Unternehmenspolitik von Apple ist. Also die einzige Einschränkung, wie das Ganze sich in Zukunft entwickelt, das ist die flexible Unternehmenspolitik von Apple. Wer weiß das schon? Bei einem Unternehmen, welches praktisch ausschließlich von finanziellen Interessen getrieben wird. Diese scheint aktuell nicht ganz präzise zu sein. So gestand Craig, blablabla, zuletzt, dass man sich bei der Erklärung der neuen Scan-Algorithmen genauer hätte erklären müssen. Wenn man so ganz viel Kritik erntet, dann liegt es bloß daran, dass man sich falsch ausgedrückt hat. Ich habe zwar gesagt, du bist ein dummes Arschloch, aber du hast es einfach falsch interpretiert. Bist ja wirklich dumm. Das war nicht beleidigend gemeint.
Tim Cook wiederum hat sich bislang noch gar nicht substanziell zum Thema geäußert. Ist auch eine Möglichkeit. Man sagt einfach nichts dazu. Warum auch? Warum soll man was dazu sagen? Tim Cook ist super reich. Warum soll er sich für die Meinung von Einzelpersonen und kleineren Gruppierungen interessieren? Geht's hier darum, dass irgendwie die Absatzzahlen vom iPhone 13 gefährdet sind? Ja, offensichtlich nicht. Bisher sieht's da auch ziemlich gut aus. Ich habe auch andere Artikel gelesen, die jetzt schon prognostizieren, dass das iPhone 13 wieder ein Erfolg sein wird. Das, Freunde, sind Informationen, die Tim Cook interessiert. Nur diese Informationen. Wenn es dann jetzt heißt, jetzt auch von allen großen Apple-Seiten und von allen Social-Media-Kanälen und der etablierten Presse, wenn es jetzt heißt, oh, Umfragen haben wir ergeben, viele wollen auf das iPhone 13 gar nicht umsteigen. Oh, viele wollen ihr iPhone 12 loswerden, weil sie Angst haben, dass sie überwacht werden, dass das Überwachungspotenzial ausgebaut wird. Dann hätte sich Tim Cook zumindest erstmal geäußert. Da wisst ihr schon mal. Dann wisst ihr genau, wann es gefährlich wird für die Absatzzahlen der nächsten iPhone-Generation, wenn er sich erstmal dazu äußert. Wenn er sich dann dazu äußert, ne, dann muss man sehen, wie das halt wirkt. Und falls es tatsächlich auch dann immer noch schlecht aussieht für die künftigen iPhone-Generationen, dann denke ich mir, wird das auch alles wieder rückgängig gemacht. Dann wird der Kinderschutz plötzlich keine Rolle mehr spielen, Freunde. Sag ich euch so, wie es ist. Ja, sehr, sehr interessante Entwicklung. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie zu diskutieren, ob man jetzt Kinder schützen sollte oder nicht. Ja, das wird natürlich gewünscht. Sowas wird auch gerne forciert, dass man dann fragt, ach Moschus, du bist nicht für Kinderschutz, ja? Was bist du für einer, du kranke Sau? Es geht halt darum, wie sich das Ganze entwickelt. Heute ist es Kinderschutz. Morgen wird es dann Terrorismus sein. Und übermorgen Journalismus. Man kann ja immer präventiven Schutz vors Loch schieben. Das ist überhaupt gar kein Problem. Auch bei Themen, die man für unantastbar hält, wie zum Beispiel Journalismus. Es geht. Man kann das Ganze so argumentativ untermauern, dass man zum Schluss auch Journalisten überwacht. Mal ganz, ganz kurz. Ich weiß, das ist ziemlich krass off-topic. Aber fragt euch selbst, fragt eure Freunde, Bekannte und Familie. Einfach mal ganz kurz, was haltet ihr von Moslems? Ja, das einfach mal so in den Raum werfen. Ja, vor 2001 hat jeder gesagt, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Ich kenne die Kultur nicht, ich habe damit keine Erfahrung und ich kenne diese Religion nicht. Ja, und heute? Es ist möglich, auch in unserer heutigen Zeit ist es immer noch möglich, einzelne Menschen, Personengruppen, religiöse Gemeinschaften, Minderheiten und immer so weiter. Auch heute ist es möglich, die zu dämonisieren und dann gegen die vorzugehen, zum Beispiel per Überwachung, eben, dass man jetzt solche Systeme entsprechend anpasst, die Algorithmen anpasst, dass die dann eben nach Inhalten scannen, wo wir heute noch denken, oh, das ist undenkbar. In 10 Jahren ist es vielleicht denkbar. Wenn in der Zwischenzeit irgendeine Personengruppe oder kulturelle Gruppe oder religiöse Gruppe so diffamiert wurde, dass die Gesellschaft es hinnimmt, wenn die dann halt überwacht werden. Oder wenn zum Beispiel jedes iPhone auf Inhalte gescannt wird, ob man halt mit diesen Gruppen zum Beispiel in Kontakt steht. Ob man von diesen Gruppen irgendwelche Informationen verbreitet, etc., etc. Und gerade was die USA angeht, ganz ehrlich, wäre es ein anderes Land, wäre Apple zum Beispiel in Frankreich oder in Schweden, Norwegen, würden die da sitzen und die würden das dort verabschieden, hätte das für mich einen ganz anderen Beigeschmack, als wenn es ausgerechnet aus den USA kommt. Nochmal ganz am Ende, ich bin froh, dass ich kein iPhone habe. Und, na doch, ich habe eigentlich ein iPhone, ich habe sogar zwei, ich habe ein iPhone 10 und ein iPhone 8. Ich werde die wohl abschalten. Habe ich jetzt Referenz da, wenn ich weiß, worüber ich rede. Nee, stimmt, ich habe auch ein iPhone. Ja, aber zumindest bin ich ja informiert. Shit, das Video wird ja zu lang, ich würde so lange gar nicht quatschen. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Verbrecher bin, ich weiß das doch. Die werden nie auf irgendeinem iPhone entsprechendes Material finden. Weil ab jetzt nie wieder irgendeiner von diesen perversen Verbrechern da draußen entsprechendes Material auf sein iPhone speichern wird. Es wird einfach nur noch ein Massenüberwachungssystem übrig bleiben am Ende. Wer würde auf einem überwachten Telefon Beweise speichern? Wenn er weiß, ich speichere die jetzt auf dieses Telefon und dann werden die sofort zu Apple geschickt und Apple schickt die sofort zur Polizei. Und dann dürften die so 12 Stunden dürften die da sein. Ich warte schon mal. Und Apple weiß das, die Behörden wissen das, alle wissen das. Da kann man sich ausrechnen. Wie schon vorhin erwähnt, dass der Schutz von Kindern damit bestimmt nichts zu tun hat. Aus meiner Sicht wird hier einfach nur ein Grundstein gelegt für die künftige Überwachung aller iPhone-User und iPad-User. Immerhin ist es ja alles offiziell. Wenigstens das haben sie uns noch gegönnt, Freunde. Wenigstens wurde es offiziell kommuniziert und es wurde nicht einfach reingepatcht. Ich verlinke euch die Quellen unten in der Videobeschreibung, das soll es gewesen sein. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt mir gewogen, wenn ihr mehr Informationen haben wollt, News und so aus der Technikwelt, könnt ihr meinen Kanal informieren. Ihr könnt mir auch Infos zuschicken, ja. moschus@ymail.com. Bin immer offen für Neues aus der Tech-Welt. Aber ansonsten, ihr könnt meinen Kanal abonnieren. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.